Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitze. Wir spielen hier Black Mirror. Sind bei Richard, ja, der hier ganz fleißig arbeitet und der ständig von Samuel gestört wird. Ja. Und ja, wir sollten jetzt rausgehen, glaube ich, und dann wiederkommen. Wir rennen hier ständig hin und her zwischen dem zwischen diesem Grab da und diesem und Richard. Ja, in dieses Grab mal kommen wir ja nicht mehr rein, weil der Schlüssel wieder weg ist. Nee. Den hat Louis. Den hat man uns abgenommen. Wieder an sich genommen, genau, hat er. Den wir mit so viel Mühe an uns gebracht haben. Naja, gut, ich verstehe ihn sehr gut. Er ist damit dafür, verantwortlich dafür, dass da eigentlich auch niemand reingeht. Ja. Und er ist ein Angestellter. Da muss er sich Sorgen machen um seine Position. Und um seinen Rasen. Und noch ist er immer dabei, hier das Ding wieder zu flicken, stimmt's? Was, unser Freund Samuel? Ich lasse ihn in Ruhe. Das solltest du auch besser, du blöder Sack. Entschuldigung. Ich glaube, es kann ja wohl nicht sein, seine Arme. Können wir nicht dran. Was würde ich ihm wohl sagen, wenn er mich sehen würde? Ja. An die solltest du dich entschuldigen, aber naja. Ich glaube, das Wort Entschuldigung kennt er nicht. Doch, er entschuldigt sich jedes Mal, bevor er jemand anspricht. Aber er meint es nicht so. Ich gehe auf mein Zimmer und ruhe mich ein wenig aus. Na gut, dann gehen wir abends wieder in das Grab. Ach du, genau. Hat er ja eine Verabredung, ne? Mit dem Geist oder was? Naja, Richard hat ihm. Ich wartete, bis im Schloss völlige Stille herrschte, um sicherzugehen, dass ich mich unbemerkt aus meinem Zimmer schleichen konnte. Er hat als Kind wohl nicht genug Räuber und Gendarm gespielt oder so. Wer weiß. Richard sagte ja, er hilft ihm. Aber dazu muss er nachts wiederkommen. Nein, nicht das Schloss. Hinten raus und vorne rein ist vielleicht nicht so günstig. Ich meine, ich finde diese Geräusche hier, diese nächtlichen Geräusche angenehm, ne? Ja, diese Quaken, Frösche. Frosch und so. Das kommt mal vor wie in Malaysia oder irgend so. Also diese Geräusche. Dieser Ort sieht nachts ganz anders aus. Ja, aber das haben die meisten so an sich, diese Gärten und was weiß ich hier, alles Mögliche draußen, dass es nachts anders aussieht. Ja. Ja, nicht nur draußen, Städte sehen nachts auch anders überall, aus. Überall, ist egal, wo kein Licht ist oder wenig Licht nur. Sieht aus wie Fledermäuse, aber das. Richard hat sich eingeschlossen. Hat er unsere Abmachung vergessen? Irgendwie muss ich seine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Die Fledermäuse. Sind kleine Fledermäuse, ums Licht. Ne, die da rumfliegen. Ja, scheint so, ja. Ja. In Wales. Ja, mag sein. Warum auch nicht? Die Insekten flattern ums Licht. Bietet sich ja an. Guck mal. Das war vorher nicht da. Jetzt können wir mit Steinen schmeißen. Meinst du das Fenster einschmeißen, damit er hört, dass du da bist? Zum Beispiel. Von hier aus kann man nicht hineinsehen. Nee, weiß ich. Richard erwartet mich, wie vereinbart. Ja, aber es abgeschlossen. Von hier aus kann man nicht hineinsehen. Ja, ist gut. Jetzt fängt er wieder von vorne an. So, dann nimm mal ein Steinchen. Finde ich aber nett, dass sie die Sachen immer so hinlegen. Ich werde versuchen, das Fenster zu treffen. Tu das. Ja. Ach, vorbei. Tja. Und jetzt? Er hat es nicht geschafft. Hey. Samuel.
Warum habe ich die Steine weggelegt? Jetzt wird richtig. Ich frage ihn mal, warum er die weggelegt hat. Hoffentlich war das drinnen zu hören. Ich sollte lieber schnell zur Tür gehen. Na, dann mach das mal. Ja, also, zack, zack. Dann geh mal. Ich habe dich erwartet. Folge mir. Na gut. Wir sind wie kleine Kinder. Dann ist alles klar? Ja, ich glaube schon. Ich sollte vielleicht lieber den ganzen Prozess noch einmal erklären. Nein, nicht nötig. Ich habe alles verstanden. Ja, ja. Du wirst mir helfen müssen. Halte dich während des Experiments strikt an meine Anweisung. In Ordnung? Natürlich. Variante 2. Variante 2. Variante 7 folgt. Schön langsam, damit es Zeit hat, sich zu vermischen. Ich verstehe. Zurück zu Variante 2. Nummer 3 folgt. 2 und 3 folgen. Jetzt müssen wir ein wenig warten. Gut. Jetzt ist der Moment gekommen. Ab jetzt ist es einfach. Drehe einfach runter, wie ich es dir sage. Ja. Langsam, langsam, weiter. Gut, wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch das Oxidationsmittel hinzufügen. Oxidationsmittel? Was für ein Oxidationsmittel? Das, was du heute Nachmittag aufgetrieben hast. So ein Glück, dass du den Apotheker getroffen hast. Tja... Vielleicht sollte ich dir etwas sagen. Dann beeil dich, die Zeit ist gleich um. Das Oxidationsmittel, weißt du, es ist eigentlich nicht... Jetzt! Tja, da ging wohl irgendwas schief. Wie konnte das passieren? Ich habe meine Berechnung mehrfach überprüft. Fehler waren ausgeschlossen. Nun, vielleicht... Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Es ist nicht deine Schuld. Irgendwo muss ich einen Fehler bei den Verhältnissen gemacht haben. Verdammt! Hast du. Jeder macht mal einen Fehler. Ey, das ist so ein schlimmer Typ, dieser Herr. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt bin ich an der Reihe. Es ist da, neben der Tür, in dieser grünen Flasche. Flasche? Du hast versprochen, mir Zugang zum Grab zu verschaffen. Ich habe versprochen, dir den Zugang zu erleichtern. Dir muss doch klar sein, dass ich Eleanor nicht in die Augen sehen könnte, wenn sie erfahren würde, dass ich dir den Schlüssel geliehen habe. Sicher, aber was soll ich mit dieser Flasche? Der Behälter ist nicht von Belang. Auf den Inhalt kommt es an. Das ist eine stark konzentrierte Säure, die fast alle Metallverbindungen, die es gibt, zersetzen kann. Das müsste dir weiterhelfen. Gut, danke. Das in den Händen von Samuel. Plan B, ja. Die grüne Flasche. Müsste die hier sein. Steckt sie ein? Keine Leitung, der arme Richard. Hat es völlig, wahrscheinlich völlig richtig gemacht mit seinem Experiment. Ja. Aber, und diese Mann, ist der Samuel wirklich so blöd, dass er meint, dass er das nicht benutzen würde, wenn er das braucht? Der Typ hat nichts im Kopf, oder? Naja, er hat gehofft, das Experiment findet erst statt, wenn er schon lang über alle Berge ist. Unangenehmer Typ. Tja, aber es hat ihn auch nicht weiter getroffen, dass das jetzt schief ging. Moment mal, ach so, ja. Sowieso nix. Scheint nichts von Relevanz zu sein. Ist mir gar nicht aufgefallen, das, was da alles auf dem Tisch stand. Oder ich habe schon wieder vergessen. Naja, wenn da nichts Neues drauf stand. Wir haben uns alles angeguckt, als wir drin waren, das erste Mal. Also eigentlich gehe ich davon aus, dass da nichts Neues ist, es sei denn, wir haben ja jetzt nicht geguckt. Nein, dann geh mal hin. Ja. Wenn du es nicht... Das Gitter ist abgeschlossen. Ach, tatsächlich? So, irgendwie müssen wir doch da auf das Schloss kommen. Ja, steht da so davor, ne? Vielleicht geht er mal... Mal sehen, wie stark diese Säure ist. Sehr gut, das Schloss ist abgefallen. Es hat sich ergeben, sozusagen. Na.
So, dann können wir ja den Schlüssel mal benutzen. Wir haben einen Steinschlüssel und ein Steinschloss. Ach. Ein Geheimgang. Tja, Geheimgänge sind ja seine Spezialität. Ja. Weiter kann ich nicht gehen. Oh nö. Das Grab ist gesichert wie ein Tresor. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich meinem Ziel näher komme. Und das wäre? Tja. Unheil zu bringen, oder wie? Ich glaube, ich brauche den richtigen Schlüssel. Das Schloss sieht alt und ziemlich kompliziert aus. Aber dieses Symbol auf dem Schloss, das habe ich schon mal gesehen. Aha, wie sieht's denn aus, dieses Symbol? Wo denn? Tja. Aber das weiß nur er. Das Schloss sieht alt, aber diese... Ja. Ist gut. Richard. Geht er schon wieder zu Richard? Ja, wo willst du sonst hingehen? Ich meine, wir könnten Victoria fragen. Nee, Victoria können wir nicht fragen, die ist zu weit weg. Eleanor meinst du? Eleanor könnten wir fragen oder Louis. Na, Louis, kannst du, lass mal lieber einen armen Louis aus dem Spiel. Sein Schicksal ist schon hart genug, dass er überhaupt mit dem Typen hier zu tun gekriegt hat. So, jetzt kann ich nochmal gucken. Nö. Vielleicht war hier ein Geist und hat eine neue Flasche dazu gepackt. Nee, ich dachte, hier steht jetzt mehr wie vorher, aber scheint doch nicht so. Wer weiß, vielleicht steht da wirklich mehr. Richard, es tut uns ja so leid und wir meinen das ehrlich, nicht unser komischer Protagonist oder wie auch immer. Darf ich dich einen Moment stören? Ja, aber beeil dich, ich habe viel zu tun. In der Kapelle ist ein eigenartiges kreuzähnliches Symbol. Weißt du zufällig etwas darüber? Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist ein altes Symbol der adligen Familie dieses Guts. Merkwürdig. Es ist mir dort nie aufgefallen. Eleanor hat das einzig verbliebene Exemplar in ihrem Schmuckkasten. Das würde ich gerne sehen. Wo ist dieser Schmuckkasten genau? Sie hat ihn meistens in ihrer Nähe. Wahrscheinlich ist er irgendwo im Wohnsaal. Das Schloss wird schon für die Nacht abgeschlossen sein. Nimm meinen Schlüssel von dem Tisch da drüben. Danke. Dann überlasse ich dich deiner Arbeit. Von dem Tisch da drüben. Defekte Maschine. Richard. Welchen Tisch da drüben? Ist ja ein Tisch. Da drüben, wo er gerade vorsteht, vielleicht vor dem Tisch, ist ja auch so eine Art Tisch. Schlüssel, guck mal. Warum musst du denn nicht, musst du immer in die Ferne schweifen? Ja, das war meine erste Adresse, da habe ich zuerst geguckt. Naja, er stand davor. Den konnte ich nicht sehen, weil er davor stand. Er scheint sich selbst im Weg sozusagen. Ja. Na, kleine Richie, jetzt guckst du erstmal im Schmuckkasten, im Schmuckkasten von Eleanor. Von der werde ich wissen, ob sie eine richtige Tante ist, aber ist ja auch egal. Ja, völlig wurscht. Ach Mann, ich vergesse hier immer, dass ich hierher weiterlaufen muss. Macht er ausnahmsweise selbst auf? Nö. Schlüssel vom Schloss natürlich nicht. So, noch ziemlich weit weg. Oh, naja, mal klappt's ja. Manchmal muss man näher rangehen, bis das. Der Schlüssel zum bis Schloss. Bis das Schloss auftaucht oder so. Mhm. Guck mal, es sind aber wirklich schöne Stühle hier. Fährt mal richtig gut. Ja, schöne. Ja, da war doch so ein Dings hier. Da ist er ja schon. Na. Ach, ja. Was denn? Ein Verschieberätsel.
Noch nicht schon wieder. Aha. Hä? Ach. Ach. Ja, ja. Rösselsprung. Ja, ja. Er hat ja von dem Schachbrett-ähnlichen geredet schon. Ja. Na gut, dann müssen die ja nur erst mal weg hier. Rösselsprung, eins gerade und zwei quer, oder? Oder zwei gerade und eins quer. Mhm. Ja, der passt ja nach da. Der passt nach da. So oder so, aber so nicht. Okay, dann gehst du erstmal wieder nach Hause. Dann. Mann, das ist ja blöd hier. Ja, der kann dahin, dann muss der erstmal wieder pausieren. Schwarz muss nach unten und weiß nach oben, oder wie war das jetzt? Tut mir leid, also ich hab da jetzt gar nicht zugeguckt. Ich habe gar nicht aufgepasst. Bin ich bei den Anfang, ich weiß ja auch nicht, wie die vorher stand. Ich habe auch noch gesagt, mach, was du willst, innerlich gedacht. Und mich gerade so schön entspannt. So, okay, ja, machen wir mal so. Und du meinst, er müsste dann irgendwann hier was dann aufgeben? Oder habe ich es jetzt wieder in der Ausgangsposition? Könnte sein, ja. Ich weiß es nicht. So, okay, das nächste Mal gucke ich zu. Okay, ich gehe mal raus. Nein. Okay, dann müssen wir es doch nochmal andersrum. Das kommt davon, wenn man träumt. Was mache ich hier eigentlich für ein Blödsinn? Ich weiß nicht, was du machst. Gut, also der jetzt nach da, der nach da. Der nach da. Hä? Dann geht der ja nur nach da. Ja, dann kann der nach da. Ich habe früher sehr viel Schach gespielt, ich muss ehrlich sagen, ich könnte es heute nicht mehr. Der kann ja nicht da, der kann eigentlich nur hier, ja. Mann. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Jetzt bin ich aber etwas schief, ha? Ja, zwei quer geht ja nicht. Geht ja nur dahin. Irgendwas mache ich hier falsch. Ich weiß jetzt nicht genau, was du eigentlich machen willst. Also die weißen Pferde müssen nach oben und die schwarzen Pferde nach unten. Ach so, und du meinst, hier. Du musst es so machen, wie man als Pferd springt, also ein nach vorne, ja. und dann die zwei ja, zur Seite. Ja, ich habe es ja versucht. Ich kann die nicht ablegen. Ich kann sie nur auf die pferdemäßigen Felder ablegen. Aha. Ja, hier geht's überall nicht. Ich kann das Pferd von hier ja, nur... Ja, du kannst jetzt auch gar nicht... Nur dahin. Na, hä? Bin doch von hier gekommen. Ja. Habe ich ihn verwirrt? Scheint so. Das kann ja jetzt im Augenblick nur. Ja. Okay, wenn ich das dahin bringe. Ja, dann kann das es dahin. Es kann nur noch dahin Stunden dauern. Und das kann ich dann wieder. Mann, dahin. Mann! Irgendwie denke ich um die Ecken, oder? Ich denke um die Ecken, also du denkst wirklich um die Ecken.
Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn er jetzt da... Schon gut. Hilfe! Ich bin zu doof, fürchte ich. Okay, wir sind gleich wieder da, wenn wir es gelöst haben. Nun. Ja, ein blödes Rumgespringe ist es. Weil man muss immer wieder die Plätze tauschen. Man hat immer nur zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel hier nach da und nach da. Weil der ganze Rest hier ist zu, weil man immer nur drei Felder hat. Und da, wo man hin kann, steht in der Regel einer. Also muss der wieder weg. So. Und nu? Das Unterteil sieht genauso aus wie die Öffnung im Gitter des unterirdischen Grabes. Also, nix wie hin. Ja, ist eine blöde Fummelei, aber mit ein bisschen Nachdenken, eins gerade, zwei quer oder umgekehrt, zwei gerade, eins quer, dann muss man ein bisschen hin und her schieben, dann geht das. Na los. Eigentlich müsst ihr den Weg doch schon kennen, oder? Eigentlich müsste er alleine dorthin laufen können. Ja, genau. Das meinte ich. Ich mag die Geräusche der Nacht. Das ist so eine Sommernacht. Das sind so Sommergeräusche. Ne? Ja, wenn die Grillen zirpen. Weiter. Los, los. So, da müssen wir ja wohl das Symbol in das Loch stecken. Ja? Sollst du mal irgendwann, hast du schon gespeichert oder sowas? Naja, egal. Kann ja eigentlich nichts passieren. Ja, es ist gar nicht so. Egal, nehmen wir den hier. So. Auf ein neues. Oh, hier wachsen schon die Baumwurzeln rein. Ja, warum nicht? Hä? Sieht nett aus irgendwie. Wahrscheinlich riecht da so ein bisschen modrig in diesem Grab. So erdig irgendwie. Ach so, hier nach vorne. Das muss Durkheims Grab sein. Da ist ein Abgrund. Abgrund. Mit Abgründen kennst du dich ja aus, stimmt's? Ich glaube, ich speichere doch lieber nochmal. Ob es da auch einen Aufzug gibt? Einen Aufzug in den Abgrund. Wenn da Abgründe lauern. Ich glaube, die Abgründe sind in Samuels Seele. Ja, ja, kann schon sein. Wo war denn der Abgrund? Hier. Ja. Im Englischen würde man sagen, good riddance. Durch die Nebelschwaden ist es unmöglich, die Entfernung bis zum Boden zu schätzen. Das Loch in dem eingestürzten Boden könnte sehr tief sein. Ich bleibe lieber auf Distanz. Ach, tatsächlich? Vielleicht ist jemand, der für dich spricht. Ist bestimmt gesünder. Die Wurzeln sind hier hineingewachsen. Ja. Bald werden sie die ganze Decke des Grabes zum Einsturz bringen. Tja. Das gehört ja auch nicht hierhin. Eine Inschrift. Der Kluge möge den Kopf eines anderen benutzen. Ja, stimmt. Aha. Ein guter Rat. Stimmt's? Schädel ist da. Hast du gesehen? Das ist wahrscheinlich der sie Kopf des anderen. Sie sind alle aus Stein gemeißelt. Ach, tatsächlich. Oh, das ist aber blöd. Nett, lauter Totenschädel. Wir brauchen Knochenschädel. Ja? Ich will versuchen, den Deckel wegzuschieben. Oh. Ich
schätze, das war jetzt sein Kopf. Der etwas kopflose Sam. Oh, oh. Meinst du, er würde jemand fehlen? Ich glaube eigentlich nicht. Ja. Uns zum Weiterspielen. Ach so. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja. Sarah Gordon. Schöner Grabstein. Good riddance. Katze ausgegangen. Ich glaube, wir sollten mal wieder laden. Na schön. Das war dieser, nehme ich an. Hä? Mag wohl sein. Ja, ja das war bevor wir uns den Abgrund. Jetzt müssen wir uns alles nochmal angucken. Ja. Aber es war ja nicht so viel. Durch die Nebelschwaden ist es unmöglich, die Entfernung bis zum Boden zu schätzen. Das Loch in dem eingestürzten Boden könnte sehr tief sein. Ich bleibe lieber auf Distanz. Jetzt ist weiß. Die Wurzeln sind hier hineingewachsen. Bald werden sie die ganze Decke des Grabes zum Einsturz bringen. Ja. Ja, wer denken kann, ist im Vorteil, oder? Oder lesen. Man muss ja auch im Zusammenhang bringen. Der Kluge möge den Kopf eines anderen benutzen. Tja, dann kannst du ja mal gucken, ob du da jetzt einen Schädel findest. Na? Ja. Halt. Ach so. Ach so, den kann ich ja gar nicht. Ich wollte den hier angucken. Ja. Guck dir die Schädel doch mal einzeln an. Mann, oh Mann. Sie sind alle aus Stein gemeißelt. Das haben wir schon mal gehört. Bis auf ihre Größe ist nichts Außergewöhnliches daran. Warum gibt es im Grab so viele davon? Tja. Sie sind alle aus Steinen gemacht. Ja. Bis auf ihre Größe ist... Ja. Warum gibt es im Grab so... Gute Frage. Sie sind alle aus Steinen gemeißelt. Du musst dir nur mal die anderen auch... Ja, alle angucken. Ne? Der hier ist gespalten. Und sieht etwas anders aus als die anderen. Das ist er dann wohl, hä? Also der dritte von rechts. Hast du noch Steinchen? Ja. Schmeiß doch mal. Zack. Zack. Wo? Kaputt. Vorhin war er nur gespalten. Oh, unglücklicher hätte er nicht fallen können. Oh je. Wahrscheinlich hat mich gestern in der Mine das Glück verlassen. Tja. Schlüssel. Verflucht. Er liegt zu weit weg. Ich komme nicht ran. Tja. Dieser Schädel ist nicht aus Stein wie die anderen. Von wem könnte ein so großer Schädel stammen? Wer weiß. Vom Bildhauer? Ach nee, der hätte ja Stein gemacht. Ja. Tja. Hat er irgendwas? Ich hab schon eine Idee. Aha, was für eine Idee hast du? Am Kamin. Oben in dem Haus, in dem Richard im Keller ist, da hängt ein Schürhaken. Genau. Den werden wir uns mal holen müssen, ne? Ja. Der war nämlich rot und tat sich aber nix. Also, da ist er. Nimm mit. Also, warum hast du ihn nicht gleich eingesteckt? Ging wohl damit nicht, wir oder? Wieder ein bisschen mehr laufen müssen, ne? Oder ging es? Wäre es gegangen, ja, ne? Hättest du ihn vorher mitnehmen können? Ich bild mir ein, der wäre schon rot gewesen. Aber so wie das Holz, das konnten wir uns erst auch nur mal angucken. Ja. Eigentlich lebt das Spiel auch ein bisschen davon, dass du hin und her läufst, wie verrückt. Und viel Zeit vergeht, indem du da, ne? Ja. Jeden einzelnen Gang immer noch mal wieder laufen musst und wieder. Oh ja.
So, Schürhaken. Und Schlüssel. Ja, so komme ich ran. Na also, ist ein Totenschädel auf dem Schlüssel. Ja. Tja. Sieht nicht so richtig nett aus, aber was soll's. Ach so, nee. Nee, das ist der Schürhaken. Den Schürhaken braucht man nicht, wir brauchen da den Schlüssel. Geht das damit? Dieses Geräusch, was war das? Tja, es ist eingesperrt für alle Zeiten. Ja, kann sein, dass er den entschärft hat. Ich glaube, ich sollte nochmal speichern, bevor ich es nochmal probiere. Das machen wir noch. Komm, gut, kann man noch machen. Ich mag Cliffhanger. Ah ja, na gut. Was meinst du? Du magst ihn am liebsten ohne Kopf? Ja, also bei dem ist es egal, wenn der Kopf nicht da ist. Entschuldigung. Na, ich mein, also. Natürlich ist Samuel ein ganz netter, toller Typ. Und nu? Steht ja. Er da wie angewurzelt? Ja. Jetzt muss er erst mal gucken, was das ist. Dirkham Gordon. Hä? Der andere hat aber besser ausgesehen wie der. Der sieht so rostig aus. Der andere war vielleicht jünger. Oder hat eine andere Rüstung, die nicht so schnell rostet. Tja. So, jetzt haben wir den zweiten Schlüssel. Den zweiten Schlüssel. Da ist die Welt jetzt bald, fällt die Welt bald zusammen, oder wie? Ich meine... Ich hatte keinen Grund, noch länger in Wales zu verweilen. Ja, das glaube ich, du Blöder. Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von Eleanor und kehrte nach Black Mirror zurück. Ja, na gut. Kapitel das passt ja dann vier. Ganz gut hier, ne? Ja. So, dann kommen wir in das vierte Kapitel. Wer weiß, was er da ja dann macht. Nur ohne Heil, würde ich mal sagen. Okay. Ja, wir haben ja noch ein paar Schlüssel einzusammeln. Sieht so aus. Drei. Drei von fünf. Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss, oder? Ja, ich kann im Moment nicht speichern, wenn du... Ach so. Du bist früher zurückgekehrt, als ich erwartet habe. Wie ist das Leben in Wales? Keine Ahnung. Geht es Eleanor gut? Keine Ahnung. Ja, ihr geht's ganz gut. Was? Ich habe ihr deinen Brief gegeben. Danke, Samuel. Ich spüre Unsicherheit in deiner Stimme. Stimmt etwas nicht? Ich fürchte ja, mein Lieber. Bates, sagen Sie es, Samuel. Ich möchte nicht selbst darüber sprechen. Ja, Madam. Zuerst wegen Sir Robert. Er ging in derselben Nacht fort, in der Sie nach Wales aufgebrochen sind, Sir. Kurz vor seiner Abreise sagte er mir, er müsse wegen einer dringenden Angelegenheit nach Ashbury. Ich weiß, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ist etwas im Sanatorium passiert? Sir, ich weiß es leider nicht. Sir Robert ist an dem Abend nicht wieder heimgekehrt. Und wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht musste er dort bleiben. Mir hat er gesagt, er hätte viel zu erledigen. Das dachten wir uns auch, aber der Oberschwester nach hat er Ashbury kurz vor Mitternacht wieder verlassen. Hm, das ist tatsächlich seltsam. Er hat oft mehrere Tage im Sanatorium übernachtet, aber er sagte immer vorher Bescheid. Wir wissen nicht, ob ihm etwas zugestoßen ist. Bates, sagen Sie so etwas nicht. Entschuldigung, Madam, so habe ich es nicht gemeint. Wir warten ab bis heute Abend. Dann rufen wir das Sanatorium an. Vielleicht ist Robert bis dahin zurückgekehrt. Bates, Sie sagten, zuerst wegen Sir Robert. Sollte ich noch irgendetwas wissen? Ja, Sir. Ich weiß nur nicht, ob ich vor Madam darüber sprechen sollte. Oh, machen Sie schon, Bates. Der Gedanke ist sowieso unvermeidlich. Also gut. Heute Morgen ist Inspektor Collier aufgetaucht. Ich dachte, er sei wegen Henrys Ertrinken gekommen. Aber ich habe mich geirrt. Jemand aus dem Dorf hat die Leiche eines Jungen im Wald gefunden. Collier kam nur, um uns darüber in Kenntnis zu setzen. Diesmal verschonte er uns mit seinen Fragen. Die Leiche eines Jungen? Was ist ihm zugestoßen? Inspektor Collier war der Meinung, der Junge sei von Wölfen getötet worden. Hat er gesagt, wo es passiert ist? Nein, und ich wollte ihm keine Fragen dazu stellen. Oh, ich verstehe. In den letzten 2 Tagen haben wir schon Unglück genug gesehen.
Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, Samuel. Entschuldige mich jetzt bitte. Ich möchte nicht länger darüber sprechen. Ja, ich verstehe. Ich gehe vielleicht auf mein Zimmer. Ich habe schon heute Morgen den Kamin angezündet, Sir. Es ist sehr kalt heute. Bevor er ging, sprach Robert von einem flüchtigen Patienten. Robert. Und dieser Junge. In letzter Zeit geschehen hier in der Tat einige sehr seltsame Dinge. Oh ja, der jetzt Junge? Könnte ja Wix sein, oder? Na gut, okay, dann machen wir jetzt wirklich Schluss. Ja, haben wir wieder reichlich zu tun. Genau. Bis zum nächsten Mal. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.